Ich möchte mit der Vorstellung beginnen mit Matthias Leitner. Wenn man wie ich aus der öffentlichen Verwaltung kommt, dann ist das, was Herr Leitner an Titeln hat, an Projekten gemacht hat, ich sage mal, das mutet ein bisschen fantastisch für mich an. Das sind tolle Begriffe, Creative Director, ist vielleicht sogar noch eher konservativ, Ideenmanager, Möglichmacher habe ich gefunden, also tolle, tolle Titel. Herr Leitner war oder ist tätig in einem Redaktionsbüro mit dem schönen Namen Affe im Kopf, in einem, nicht in einem Think Tank, in einem Think and Do Tank namens Creative Alps und unter anderem in einem Storytelling Lab namens Story First, was, wenn ich es richtig gesehen habe, mit dem BR, mit dem Bayerischen Rundfunk verbandelt ist oder mit BR Next genauer gesagt. Und das, was Herr Leitner da gemacht hat, das sind Projekte, die durchaus auch mit diversen Preisen ausgezeichnet worden sind. Und ich glaube, da gehört auch das jetzt vorgestellte Projekt Ich Eisner zu. Konkret geht es dabei um die Nacherzählung eines historischen Ereignisses. Hier die Jahre 1918-19 in Bayern, in München, die Bayerische Revolution. Also sozusagen eine Nacherzählung, die wir so ein bisschen aus dem Twitter-Bereich, glaube ich, eher kennen. Sowas wie 9. November 1938, vor 3 Jahren müsste es gewesen sein. Und auch so etwas wie im Projekt Digital Past, was das Ende des Zweiten Weltkriegs tagesscharf nacherzählt hat. Also da haben wir jetzt so Projekte, die so ein bisschen auf Twitter stattgefunden haben. Jetzt haben wir hier mit WhatsApp als Medium was Neues. Und ich glaube, ich spreche für uns alle, wenn ich sage, wir sind gespannt, was Sie uns zu erzählen haben, Herr Leitner. Ja, guten Morgen. Oder wie man in Bayern auch gern sagt, O-Zapft ist. Mein Name ist Matthias Leitner und ich habe das Projekt hier tatsächlich unter gar keinen großen Titeln einfach als Journalist für den Bayerischen Rundfunk gemacht. Titel sind sowieso Schall und Rauch und ich nehme die eigentlich immer nur für die Zielgruppe her. Bei Archivaren wüsste ich jetzt gar nicht, was dort die klingenden Namen wirklich sind, wie ich mich nennen soll, um am besten einen emotionalen Zugang zu euch zu kriegen. Deswegen bin ich einfach nur Matthias Leitner von der digitalen Entwicklung und Social Media. Unsere Abteilung, für die ich eigentlich Eisner gemacht habe, hat einen Auftrag im Bayerischen Rundfunk. Der Auftrag ist, Projekte zu machen, die so vorher in unserem Bezugssystem noch nicht stattgefunden haben und deswegen für uns als Bayerischer Rundfunk innovativ sind. Das heißt, wir machen keine Spitzentechnologie-Innovation, sondern wir machen Innovationen im Kleinen. Und die sollen 3 Zwecke eigentlich erfüllen. Die sollen einmal den Zweck erfüllen, mit Nutzergruppen in neuen Kontakt zu kommen und mit denen auf Augenhöhe ko-kreativ an Projekten zu arbeiten, um sie darüber besser kennenzulernen. Zweitens, eventuell neue Strukturen, neues Wissen, neue Erkenntnisse für unsere eigene Struktur zu finden, damit wir uns als Haus auch verändern können. Das heißt, wir haben auch sowas wie einen Change-Management-Ansatz. Und drittens, das war ein selbstgegebenes Ziel bei diesem Projekt, neue Netzwerke zu bilden, in denen wir so vorher nicht im direkten Dialog auf Augenhöhe aktiv waren. Hier also mit Museen und Archiven, mit denen wir nicht quasi in dieser Bittsteller- oder Fordererrolle in Kontakt gehen wollten. Hallo, wir sind der BR und wir brauchen von euch Material, gebt uns das. Sondern auf einem anderen Level quasi der Kommunikation arbeiten wollten. Und es fing relativ simpel an. Wir haben einfach irgendwann mal eine Idee formuliert und ich habe bei uns, wir haben so Treffen, wo wir uns Ideen zuschmeißen, irgendwann gesagt, es wäre großartig, wenn wir als Bayerischer Rundfunk wirklich anfangen, strukturiert darüber nachzudenken, wie auf Messenger-Diensten und als WhatsApp nur ein Beispiel. Es gibt Telegram, das haben wir auch benutzt beim Eisner-Projekt oder Insta, was nicht Instagram ist, was aber so ausschaut wie WhatsApp, das sich jetzt auch neu nennt deswegen. Die haben da irgendwie einen fatalen Product-Placement-Fehler begangen. Das ist ein deutscher Messenger, den kaum einer kennt, der allerdings am Anfang recht schön funktioniert hat. Also es waren mehrere. Wie können wir auf diesen Geräten, die bei uns auf diesen Geräten, also auf diesen Apps, die hier drauf stattfinden und meistens in dem privaten Rahmen ihr Setting haben, da ist die Familie drin, vielleicht ein paar Arbeitskollegen, mit denen man gut befreundet ist, vielleicht auch meine Arbeitsgruppe, aber hauptsächlich privater Bereich, wie können wir dort in diesem Bereich komplexe Narrative erzählen? Das Einzige, was ich zu diesem Zeitpunkt gefunden hatte, waren Marketing-Newsletter und so 1-2 kleinere Gruppen, Chats, in denen dann schon so Sachen probiert worden sind, wie die Bombennacht von Heilbronn einmal nachzuerzählen. Allerdings nicht in einer 1:1 Kommunikation, wie wir das gerne hätten, quasi dieser eigentliche Nutzen, den so Messenger-Dienste haben. Ich kommuniziere 1:1 mit meinem Gegenüber, sondern zwar dort in der Gruppe gelöst. Also wie können wir auf Messenger-Diensten erzählen? Wie können wir ein komplexes Narrativ so chronistisch verdichten, dass es mit den Mitteln, mit den Texten, den Bildern, den Videos und der Aufmerksamkeitsspanne, die auf WhatsApp herrscht oder auf Telegram, eben ich nehme WhatsApp immer so ein bisschen synonym her, dass es dort funktioniert und tatsächlich auch einen größeren Rahmen erzählt.
Das dritte war, wie können wir so nah ans Publikum kommen, dass die uns nicht sofort nach 3 Minuten wieder löschen, weil wir ihnen auf die Nerven gehen. Und dann, wie können wir einen Dialog schaffen, einen produktiven Dialog, wo wir tatsächlich in 1:1 Kommunikationen, also wir schicken raus, nur Sie können das lesen, was wir euch schicken und ihr könnt uns antworten, das war die Situation beim Eisner, wie können wir dort in einen fruchtbaren Dialog kommen, der uns auch am Schluss nicht überfordert. Das wussten wir nicht, was da passieren wird. Und jetzt, weil die Twitter-Projekte, die wir kannten alle, auch schon angesprochen worden sind, wir wollten bewusst die Sache nicht auf Facebook oder Twitter machen, sondern wir wollten unabhängig sein von den Algorithmen. Der Algorithmus funktioniert ja in Gröbe gesagt mal so, ich follow beispielsweise diesem Eisner oder ich follow dem Goethe oder ich follow auf Twitter der Nacherzählung des Zweiten Weltkriegs, aber es kann trotzdem sein, dass die Tweets, die dort rausgeschickt werden, bei mir nicht ankommen, weil der Twitter-Algorithmus entscheidet, dass für mich und mein Nutzerverhalten gerade etwas komplett anderes wesentlich relevanter ist. Auf Facebook ist es meistens die Werbung, auf Twitter sind es andere Inhalte von anderen Leuten, denen ich regelmäßig follow, denen ich Herzchen gebe und so weiter. Es kann sein, dass meine Inhalte, die ich den Leuten schicke, rausselektiert werden. Wir wollten hier eine Situation schaffen, wo wir in der Kommunikation die Entscheidung, ob dieser Inhalt jetzt gelesen wird oder nicht, wirklich komplett beim Nutzer liegt. Und er entscheidet, nee, will ich jetzt nicht lesen oder lese ich später, aber dass kein Algorithmus reingreift quasi in unsere Situation, in unsere Kommunikationssituation. Das waren die Ausgangsideen. Da hatten wir den Eisner noch gar nicht im Kopf. Da hatten wir Geschichtsvermittlung schon im Kopf, weil wir dachten, dass das hier gut funktionieren kann. Und das Nächste, was wir dann gemacht haben, ist eine Erzählperspektive zu finden. Die Erzählperspektive scheint jetzt irgendwie zwangsläufig. Das war bei uns ein 2-tägiger Prozess, zu dritt als Autorinnen in einem Writers Room. Wir haben ganz viele verschiedene Varianten durchgespielt. Oskar Maria Graf war irgendwann mal in der Pole Position, die hat die einschlägigen Romane dazu formuliert. Allerdings war er sehr lustiger, haudigen und Biertrinker und nicht allzu politisch. Und er hat eigentlich immer nur über andere Personen gesprochen, die wesentlich interessantere Dinge gemacht haben als er. Es waren Leute drin wie Fechenbach, der Assistent von Kurt Eisner. Es waren wir drin als Journalisten. Und irgendwann ist der Groschen gefallen, dass es eigentlich im Epizentrum immer nur eine Figur gibt und die Kurt Eisner heißt. Und wir eigentlich nur aus dieser Handlungsperspektive von ihm erzählen können, weil er auch derjenige ist, der die großen Schritte gegangen ist und der eigentlich immer im Epizentrum des Handelns steht. Und eine These von uns war auch, wir wollen eine Geschichte nicht chronistisch und rein faktenorientiert erzählen, sondern wir wollen über Emotionen kommen und erstmal einen emotionalen Bond zu einer Figur kriegen, um dann die Fakten quasi auf zweiter Ebene reinzuschmuggeln. Denn das ist mittlerweile auch in der Wissenschaft erwiesen, die Menschen suchen sich einen Inhalt, weil sie einen emotionalen Reiz haben und vertiefen sich dann gerne, weil sie emotional geöffnet sind, in die Fakten. Das ist für Journalisten und auch für Menschen, die rein faktenorientiert tagtäglich Sacharbeit machen, immer einigermaßen schwierig. Aber auch, wenn man sich selber mal überprüft, auch das eigene Verhalten ist sehr stark erstmal von Emotionen strukturiert und kommt dann auf die Faktenebene. Die gehen Hand in Hand, aber ich glaube, das Einfallstor bei solchen Projekten wie dem hier ist eigentlich immer erst die Emotion. Wir wollten also eine emotionale Erzählung finden und haben uns deswegen Kurt Eisner am Schluss als Figur zurechtgelegt, die wir faktengetreu durchrecherchiert haben. Ich komme dann später auch dazu, dass wir Fachberatung hatten, quasi, die immer uns auf die Finger geschaut haben, was wir da eigentlich tun. Die aber ein Biopic eigentlich ist, so wie man es aus dem Kino kennt. Ein Film über Muhammad Ali. Muhammad Ali spielt sich nicht selbst, sondern es ist dann Will Smith. Und in dem Fall ist es Kurt Eisner, geschrieben von uns, in einer emotionalen Näherung auf Basis seiner Texte und auf Basis von Fakten, die wir recherchiert haben. Das, was wir dann gemacht haben, ist, ihn wirklich als Figur zu setzen. Grob, es steht hier, er war der erste bayerische Ministerpräsident des Freistaat Bayern, er war der Revolutionär, der sich an die Spitze gesetzt hat, das war alles nicht zwangsläufig, da waren viele Zufälle auch mit im Spiel. Was für uns interessant war, ist, er saß kurz bevor das passiert ist, für ein halbes Jahr im Gefängnis in Stadelheim. Er war eingesperrt, weil er einen Munitionsarbeiterstreik in München angeführt hat und ein Verurteilungsgrund war, dass er Pazifist ist. Pazifismus war damals noch eine Straftat in Bayern. Und er kam am 14. Oktober wieder raus, was für uns eine glückliche Koinzidenz war, denn das war im Jahr 2018 auch der Tag der Landtagswahl in Bayern. Das hatten wir so nicht geplant, aber das war für uns der ideale Auftakttag, um zu sagen, wir fangen an am 14. Oktober, Kurt Eisner kommt aus dem Gefängnis raus, das ist eine klassische filmische Erzählung eigentlich, erster Akt. Er kommt in ein München, das sich verändert hat, das er das letzte halbe Jahr quasi nur über Hörensagen mitbekommen hat oder über Briefe, die ihm ins Gefängnis geschickt wurden. Er war stark traumatisiert aufgrund der Haftbedingungen, auch weil eine seiner größten Mitstreiterinnen, Sarah Sonja Lerch, in Haft sich suizidiert hat, sehr wahrscheinlich in den Tod getrieben. Sie hat einen Zahnschmerz, der sie wahnsinnig gemacht hat, sie hat sich am Schluss erhängt. Von der Bürokratie des Gefängnisses und er kommt zurück in die Stadt und muss sich erstmal wieder zurechtfinden. Bis er
Höhepunkt erster Akt, Übergang in den zweiten Akt, am 6.7. November 1918 die Revolution anführt, den Monarchen stürzt, der Monarch flieht in der Kutsche Richtung Rosenheim und Richtung Salzburg runter und er anfängt Politik zu machen, Realpolitik, für die nächsten 3 Monate, wo er einigermaßen im Konsens auch mit den anderen Parteien, die ihm nicht allzu grün waren und wo es immer wieder Fäden gab mit einer frisch gegründeten Bayerischen Volkspartei und auch mit der SPD, die im Kern wesentlich anders gedacht hat als er. Er galt damals als radikal. Aus heutiger Perspektive wüsste ich nicht mehr, in welche Partei ich ihn einordnen würde, wahrscheinlich Grüne oder SPD oder sowas. Führt er beispielsweise die Pressefreiheit ein, führt das Frauenwahlrecht ein, viele Sozialreformen, die so in Bayern vorher nicht stattgefunden haben. Bis Auftakt dritter Akt, also wir haben hier eine klassische Dreiaktstruktur geschrieben vom Leben, für uns als Geschichtenerzähler absolut ideal, weil wir auf dieser großen Struktur aufbauen konnten und dann auch tagegetreu andere Narrative mit einführen. Bis es anfängt schon langsam zu rumoren und auch eine frische Zeitungsneugründung aus dem Sommer wirklich aktiv wird, der Völkische Beobachter, der Fake News aus heutiger Perspektive, würde man das so nennen wahrscheinlich, in Gang setzt, die von der damals sehr reaktionär und monarchistisch geprägten Presselandschaft in Bayern aufgegriffen werden, wo er diffamiert wird als Person und in komplett komische Zusammenhänge gebracht wird, die sich auch heute nicht mehr so beweisen lassen. Er sei ein jüdischer Bolschewik, der nur infiltriert worden ist quasi in Bayern, um die Demokratie zu zersetzen, die jetzt gerade mal 3 Monate alt ist. Das wird gedruckt von allen möglichen. Es kommt dazu, dass immer mehr Leute ihm auch Morddrohungen schicken. Erste Putschversuche finden zwischen Weihnachten und Silvester statt. Einige andere sind vorher schon vereitelt worden, wie man dann später herausfindet. Und Ende dritter Akt, er wird auf offener Straße am 21. Februar 1919, am Tag seiner Demissionsrede, er hat eigentlich schon aufgegeben, denn die ersten freien Wahlen haben ihn einfach demokratisch abgewählt, auf dem Weg zum Parlament erschossen. Ich weiß nicht, wer in München schon mal war, beim Hotel Bayerischer Hof an der Seitengasse, da ist auch die Bodenplatte noch eingesenkt von ihm. Wir hatten geplant, dass wir die Geschichte vom 14. Oktober bis zum 21. Februar in Echtzeit erzählen, über 4 Monate hinweg auf diesem Gerät mit tagtäglichen Nachrichten, die sich alle an Fakten orientieren und an Daten und Uhrzeiten, wenn wir solche haben, und ansonsten emotional nähern auf Basis seiner Texte. Um euch einen ganz kurzen Eindruck zu geben, was dieses Projekt war. Ich weiß nicht, wer hat es eventuell mitgemacht. Gibt es ein paar? 3, 4, 5. Ein kurzer Trailer, der so ein bisschen beschreibt in 2 Minuten, was das Projekt war, damit ihr auch so ein bisschen das Look and Feel von dem Ding kriegt. München 1918. Wir kämpfen in einem aussichtslosen Krieg. Wir sterben in Schützengräben, sterben an Hunger. Ich kämpfe gegen Kriegstreiberei, gegen die Monarchie, für den Frieden. Die Leute schimpfen mich einen Pazifisten, einen Sozialisten, Intellektuellen, Juden und Träumer. Hier erzähle ich euch meine Geschichte. Eine Geschichte von Krieg und Revolution, von Freiheit und Mord. Eine Geschichte aus Bayern. Heute vor 100 Jahren. Mein Name ist Kurt Eisner. Kurt Eisner erzählt in Messenger-Diensten wie WhatsApp und Telegram seine Geschichte. Die liegt 100 Jahre zurück, aber berührt die Nutzer noch heute. Fotos, Videos und Originaldokumente machen seine Schilderungen lebendig. Das wertvolle Material haben Museen und Archive beigesteuert. Immer dann, wenn Kurt Eisner eine Sprachnachricht sendet, handelt es sich um ein Originalzitat. Heute merke ich, meine Worte wirken. Auch die kritischen Geister im Saal werden von der feierlichen Stimmung ergriffen. Freunde, die Klänge, die eben an ihre Seelen gedrungen, malen die Ungeheuerlichkeit eines tyrannischen Wahnsinns. Das Feedback der Nutzer beweist, Zeitgeschichte und Messenger sind eine gute Kombination. Denn vieles, was vor 100 Jahren relevant war, erleben wir heute wieder. Fake News, Whistleblower, Hetze von rechts. Das Projekt endet mit dem Tod und der Beerdigung von Kurt Eisner. Thank you.
Mehr als 15.000 Menschen machten mit. Ich, Eisner. Eine viermonatige Reise in die Vergangenheit. Und doch nahm Kurt Eisner jeden Einzelnen dabei an die Hand. Genau, ich würde euch einfach jetzt ein bisschen durchführen wollen, durch das, wie wir dieses Projekt geplant haben und wie wir dabei rausgekommen sind, dass das so geworden ist, wie es geworden ist. Weil ich glaube, der Prozess vielleicht für Sie ganz interessant ist, der auch im Connex immer mit unseren Partnerinnen, die ihr hier schon mal als Logo gesehen habt, die ich nachher noch mal kurz vorstelle, passiert ist. So sah das im Kern mal aus. Wir haben sehr viele Bilder, das sind alles Originale geschickt, die wir in so einen einheitlichen Look gebracht haben. Was auch ein bisschen Zugeständnis noch mit war an die Archive, denen es schon auch wichtig war. Also wir hatten schon einige Originale auch drin, die wir im Original belassen haben, aber wir haben immer die Quellennachweise direkt ins Bild gebaut. Die sind immer in jedem Bild zu finden. Und dieses Look and Feel hat auch dafür gesorgt, dass sofort, wenn irgendwo im Netz was aufgetaucht ist, quasi nachvollziehbar war, woher das kam. Das ist auch im Dialog quasi mit den Archiven entstanden, dass das zwei Maßnahmen sind, die wir hier auf dieser Ebene machen sollten. Auf der anderen Seite wollten wir das sowieso tun, damit auch eine Wiederkenntlichkeit in dem Produkt drin ist, sozusagen wie so eine kleine CI, so eine Markierung quasi, dass das Eisner-Projekt ist. Sehr viel Text, ab und zu mal immer Videos und was auch immer wieder mit drin war, war rechts dieser Aufruf. Wenn wir so einen Aufruf verschickt haben, dann haben wir unsere narrative Ebene aus Perspektive Kurt Eisners ein bisschen verlassen und weiterführende Materialien verschickt. Beispielsweise Links zu Archivseiten, beispielsweise von der Staatsbibliothek, wo weitere Bildmaterialien drin sind, im Bavarikon, Haus der Bayerischen Geschichte mit Ausstellungen von der Monatensia oder eigene Podcasts und weiterführende Angebote, die wir im Rahmen des Bayerischen Rundfunks hatten. Oder auch mal zu einem Event, wo wir selber uns dann nochmal dem Publikum gegenübergestellt haben, um bestimmte Sachverhalte aus dem Projekt zu diskutieren. Aber uns war wichtig, das quasi nochmal zu markieren und so ein bisschen herauszuheben, dass es hier ein Additives gibt, das jetzt nicht unbedingt für die Geschichte relevant ist. Vorgehen und wir nennen es immer Learnings, Erkenntnisse aus dem Projekt. Wir arbeiten meistens mit einer Dreiecksstruktur. Die ist jetzt hier mal in die Linie gebracht, weil wir in diesem Projekt von der Technik her gekommen sind. Das heißt, wir haben uns entschieden, über Messenger-Dienste was zu machen und haben versucht, dann einen guten Inhalt dazu zu finden und dann erst haben wir über die Zielgruppe diskutiert, für die das relevant sein könnte. Ist ein potenzielles Vorgehen. Nur kurz für den Hinterkopf, normalerweise sind die Sachen in einem Dreieck angeordnet und es gibt interdependente Graphen zwischen diesen Dreiecken, einfach weil man von jeder Seite herkommen kann. Im Digitalen kann ich natürlich auch von der Idee kommen, muss dann aber sofort darüber nachdenken, für welche Nutzergruppe ist es relevant und auf welcher Technik ist es am besten erzählt. Oder ich komme von der Nutzergruppe und sage, auf welchen Geräten sind die eigentlich unterwegs und auf welchen Plattformen und was für Inhalte sind dort relevant. Und am Schluss dreht man sich relativ lange zwischen diesen drei Faktoren im Kreise, bis man diesen einen Punkt gefunden hat. Ich habe gestern in einem Kurs endlich ein richtig gutes Bild dafür gefunden. Das ist so, als wäre in diesem Zentrum ein kleiner Stab, auf den ich einen Teller lege. Und jedes Mal, wenn ich an irgendeinem von diesen drei Punkten was verändere, dann kommt das Ganze so ein bisschen ins Taumeln und ins Schwingen. Wenn ich an der Nutzergruppe was verändere, dann muss ich sehr sicher auch an der Technik irgendwann was verändern und ich muss sehr sicher was am Inhalt verändern. Und wir arbeiten da iterativ in kleinen Zirkeln. Das kommt jetzt dann auch noch mehr raus, wenn ich in den Inhalt reinsteige. Aber wir kommen hier von der Technik, Messenger-Dienste, Kommunikationsverhalten sehr schnell. Schnelllebig. Wir dachten zu den klassischen Zeiten, wo man auch sagt, Social-Media-Zeiten sind die idealen Zeiten zwischen 18 und 20 Uhr, war unsere Ausgangsthese. Dort schicken wir unsere Inhalte und die Leute können uns direkt antworten und wir sind hier eingespeichert quasi. Kurt Eisner musste eingespeichert werden in die privaten, in die Kontakte und hat ein Bild bekommen. Dann war Kurt Eisner quasi mit seinem Gesicht neben Mama, Papa, den Freunden und sonstiges eingespeichert mit seinem Namen und hat dann Nachrichten geschickt einfach. Inhalt, Geschichte aus der Perspektive eines längst Toten quasi, so als wäre er noch lebendig. Ein Geist erzählt über seine eigene Vergangenheit. So eine kleine Denkfigur, die wir hatten, war Sunset Boulevard. Ich weiß nicht, wer von euch den Film gesehen hat, von Billy Wilder. Ich spoil den Film jetzt einfach mal, weil mir das heute egal ist. Es ist so, es kommt am Schluss raus, dass die Leiche, die im Pool liegt, über die verhandelt wird, quasi die Geschichte erzählt. Und so ein bisschen war das bei uns hier der Fall. Der Tote erzählt seine eigene Geschichte so, als wäre ein allwissender Erzähler. Es ist eine erzählerische Figur, die beispielsweise Samuel Beckett relativ häufig in seinen historischen Stücken auch mitverwendet hat. Nutzerinnen,
Das war dann ein perfekter Match bei uns. Das ist ein Bayern 2 Projekt, das ist der Kulturradiosender von uns, der genau mit den einschlägigen Archiven ohnehin schon immer wieder Kooperationen hat. Und die Nutzergruppe ist einmal deskriptiv beschrieben worden. Die haben sich die nie gesetzt und die entwickelt, sondern einfach mal geschaut, wer hört denn uns eigentlich? Und was da rauskam, ist hauptsächlich weiblich, um die 40 Jahre alt, höherer Bildungsabschluss, im Arbeitsleben stehend, meistens Kinder, absolut keine Zeit für irgendwelche kulturellen Events, aber WhatsApp und Messenger-Dienst Heavy-Nutzer, weil dort das Familienleben und das Arbeitsleben strukturiert wird und die alles im Griff haben. Das sind eigentlich die Gruppe, die das Privatleben auch der Familie schmeißt und alles organisiert. Die würden wahnsinnig gerne mal wieder in eine Ausstellung oder zu einem Konzert gehen, müssen sich das aber irgendwie anders beschaffen. Wir haben gedacht, perfekt, wenn wir die kriegen in das Projekt rein, dann haben wir sogar sowas wie eine Mikro-Influencer-Gruppe, weil die kommunizieren sehr, sehr viel, auch mit den jüngeren Generationen, beispielsweise mit Studentinnen und Studenten oder Schülerinnen, weil sie oft auch an solchen Schnittstellen leben und arbeiten, oft Pädagoginnen, oft auch im kulturellen Zentren aktiv. Wenn wir die kriegen, dann kriegen wir eventuell sogar noch eine Sekundär- und eine Tertiär-Zielgruppe, die wir uns dann irgendwann so mitgesetzt haben. Studentinnen, die im Fach Geschichte aktiv sind oder irgendwie in der Geisteswissenschaft und mit diesem Thema resonieren, und Schülerinnen und Schüler, die dieses Thema auch gerade im Unterricht machen, die eventuell dann von ihren Lehrern und Lehrerinnen dort mit reingezogen werden. Und vierte Zielgruppe, Archivarinnen und Archivare, Historiker, Fachpublikum, das uns erstmal auf die Finger schauen will, was wir da eigentlich treiben, und die ersten zwei Wochen ganz sicher sehr kritische Nachrichten schicken werden und kritische Nachfragen machen können und die wir hoffentlich dann besänftigt haben, sodass sie im Projekt bleiben und uns dann auch produktiv mit begleiten. Das Erste, was wir gemacht haben, ist testen. Ganz, 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 ganz viel testen. Wir testen in der digitalen Entwicklung eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo wir so einen ersten Pitch haben. Wir wollen eine Geschichte machen über das und das und das soll hier und hier stattfinden. Das ist mein erster Test. Ich erzähle die Geschichte so oft, auch allen möglichen Leuten random auf Partys, zu Hause, im Privatleben. Ich bin da relativ transparent mit dem, was ich gerade tue und habe keine Angst, dass mir jemand die Idee klaut, weil es in den seltensten Fällen passiert. Und wenn es passiert, dann kann es einem auch wurscht sein. Man hat wieder 5 andere Ideen, so nach dem Motto. Aber man darf nicht hinterm Berg halten, von Anfang an auf Leute losgehen, die Leute konfrontieren mit der Idee und testen. Was wir hier gemacht haben, ist aber noch ein größerer Test gewesen. Wir haben 30 Testnutzerinnen eingeladen und haben eine Woche lang den Eisner simuliert. Schon auf dem Kanal, auf dem wir dann später ausgestrahlt haben, die sind reingeladen worden von uns über das Widget, über das sie sich anmelden mussten, Datenschutzerklärung abhaken, mussten sich den Eisner einspeichern, und dann haben wir den eine Woche lang den Eisner so geschickt, wie wir uns den näherungsweise vorgestellt haben. Auch schon mit teilweise Archivmaterial, das wir zur Verfügung gestellt bekommen haben von der Staatsbibliothek. Wir hatten viele Videos drin, wir hatten viele Audios drin, wir hatten sehr, sehr kurze Texte und wir haben den Stil geschrieben zu dem Zeitpunkt noch so, als wären wir, würde so in der Stilistik, wie Kurt Eisner damals gesprochen und geschrieben hat, also sehr historisierend. Was zurückkam an Feedback, war für uns augenöffnend, denn alle fanden das Erzählprinzip super. Sie haben aber gesagt, schickt längere Texte, schickt weniger Videos, schickt weniger Audios, denn ich konnte das Zeug gar nicht runterladen, mein Datenvolumen ist zu klein, ich lese euch in der U-Bahn schon auf dem Weg quasi in die Arbeit, in Bayern gibt es keine sehr gute 3G-Abdeckung auf dem Land, bitte schickt uns zu weniger Videos und weniger Audios, denn wenn zu viele Audios und Videos drin sind, ich werde sie nicht lesen, und wenn die wichtig sind für die Geschichte, dann komme ich irgendwann nicht mehr mit. Deswegen haben wir ganz stark unsere Audios reduziert. In dem kleinen Video kommt es raus. Alle Audios waren Originalzitate, die keine Geschichte erzählt haben, sondern nochmal additiv quasi eine Situation zusätzlich beschrieben über einen Originaltext. Und die Videos wurden nur gesetzt an ganz, ganz wichtigen Tagen, wo es uns wichtig war, auch nochmal so einen emotionalen, größeren Reiz zu setzen, wo wir dann gesagt haben, diesen einen Tag können Sie mal diese 16 Megabyte runterladen und werden jetzt auch nicht gleich bankrott gehen. Was noch rausgekommen ist, ist auch, wir hatten in der Nutzergruppe dominant unsere primäre Zielgruppe drin, aber auch jüngere und ältere Semester, aber alle Unis so noch haben gesagt, bitte lass den Eisner nicht in diesem altmodischen Stil irgendwie schreiben. Lass den so schreiben, als wäre einer von uns. Heutig. Ich will mit dem auf Du und Du sein. Der soll mich auch nicht siezen oder sonst irgendwas tun, sondern ich will, dass das sich so anfühlt, als wäre der ein guter Freund, ein Mentor. Das waren Worte, die damals schon gefallen sind. Jemand, mit dem ich wirklich auch gerne mal ein Bier trinken gehen würde oder einen Kaffee oder je nachdem, was mein präferiertes Getränk ist. Iterationen heißt einfach, das Produkt war nie fertig. Das Produkt war auch nicht fertig ab dem Zeitpunkt, wo wir gestartet sind am 14. Oktober, sondern das Produkt hat sich dann auch laufend über das Feedback, das wir bekommen haben, bis zum Ende des Projekts verändert.
Ab dem 14. Oktober konnten uns die Leute Feedbacks schreiben und zu dem Zeitpunkt haben wir noch 3 bis 5 Nachrichten pro Tag geschickt. Irgendwann haben wir gemerkt, es schreiben uns täglich mehr als 12 Leute. Bitte schickt weniger Nachrichten, dafür längere Texte. Dann sind unsere Texte wieder länger geworden und unsere Nachrichten weniger wieder. Dann kam irgendwann das dominante Feedback, bitte schickt nicht so viel am Wochenende. Da steht ihr in der Konkurrenz quasi mit der Familie und das nervt einfach. Wir wollen einfach auf den Berg gehen und sowas. Schickt es gern zwischen 9 und 17 Uhr, wenn ich in der Arbeit hocke. Das war dann für uns auch nochmal interessant. Wir haben dann einfach gesagt, gut, dann zwischen 9 und 17 Uhr schreibt euch der Eisen, ist wunderbar, wenn ihr den auch lest, go for it. Das heißt, wir konnten regelmäßig unser Erzählprinzip auch adjustieren nach dem, was die Zielgruppe uns an Feedback gegeben hat, bis zum Ende des Projekts, was auch dazu geführt hat, dass nochmal 2 Seitenprojekte entstanden sind, weil wir irgendwann gemerkt haben, dass unsere Nutzerinnen gerade auf einem sehr interessanten Pfad unterwegs sind, den wir eigentlich mit bespielen müssen, weil sie uns sonst sauer sein werden am Ende. Dazu aber auch gleich nochmal mehr. Mit Kooperationen erreicht man mehr. Ich habe am Anfang gesagt, es war für uns schon so ein Ziel auch zu sorgen, wir wollen mit Museen und Archiven ein kreatives Miteinander gehen, weil ich eine Sache festgestellt habe, irgendwann mal in den Diskussionen, beispielsweise mit dem Deutschen Museum, mit dem Haus der Bayerischen Geschichte, die unser erster Partner waren, die den Stein hier auch so ein bisschen ins Rollen gebracht haben, weil alle anderen Archive dann immer gesagt haben, ja, wer ist denn noch mit dabei? Und als ich dann sagen konnte, das Haus der Bayerischen Geschichte ist mit dabei, dann wollte sich auch keiner mehr lumpen lassen und dann haben sie gesagt, so ja okay, dann machen wir auch mit, wenn die dabei sind, dann müssen wir auch mitmachen, dann kommt unser Logo da auch noch mit drauf. Wären die nicht eingestiegen quasi als Early Mover, dann weiß ich nicht, wie es gegangen wäre, aber die waren der Dominostein mit, der das ins Rollen gebracht hat und die hatten Urvertrauen irgendwie zu mir, keine Ahnung, weil dieselben Oberbayern da rumsitzen, wie ich einer bin vielleicht. Wir wollten zwischen denen eine Partnerschaft kriegen, weil meine Beobachtung war, die Häuser würden gerne digital wesentlich effektiver erzählen und das machen. Sie haben aber selber keine Ressourcen und müssen immer in Ausschreibungslogiken arbeiten. Und die Ausschreibelogik beißt sich irgendwann ins Knie, wenn man iterativ arbeiten will, testen will und die Sachen nochmal verändern. Denn so wie ich den Ablauf mitbekommen habe, ist, die müssen dann Anforderungslisten schreiben, dann wird es eine Ausschreibung werden, entweder Deutschland oder europaweit, je nachdem wie das Ausschreiberecht funktioniert. Dann dauert es ein Jahr, dann gibt es irgendwann einen Bescheid dafür, dann ist die Technik quasi schon wieder veraltet, auf der man aufsetzt. Und die Idee hat sich auch schon wieder geändert, aber man kann an den ganzen Prinzipien eigentlich gar nichts mehr verändern, sondern hat eine Agentur quasi diesen Pitch gewonnen, kriegt das Projekt, macht das Projekt so, wie es im Anforderungsprofil drinsteht und am Schluss kommt ein Produkt raus, das ist nicht getestet, nicht mit Nutzern getestet oder sehr selten oder nur auf Bugfix-Ebene quasi bei den schlimmsten Problemen, aber nicht in der Atmosphäre, in der Qualität, in den Emotionen, so wie wir das jetzt hier durchführen konnten. Und man ist einfach gefangen in dieser Logik. Am Schluss kommt dann nach 2 Jahren, nach 3 Jahren ein eigentlich technisch und inhaltlich schon wieder veraltetes Produkt raus, weil man nicht so schnell reagieren kann. Das konnten wir dadurch lösen, dass wir gesagt haben, wir machen diesen ganzen inhaltlichen Teil, ihr macht für uns bitte die Fachberatung und helft uns auch hier sämtliche juristischen Fallstricke quasi in der Archivbeschaffung schon von den ganzen Materialien zu kriegen und gleichzeitig noch die Fachberatung auf Inhaltsebene, dass wir hier keinen großen Bock reinbauen in der Beurteilung von einem historischen Gegenstand, weil auch teilweise in Geschichtsbüchern ja wirklich falsche Sachen noch drin stehen, in Büchern, die wir damals auch schon gelesen haben und uns dann der Dr. Bernhard Grau beispielsweise von den staatlichen Archiven gesagt hat, ja, das ist längst widerlegt, aber das Buch verkauft sich einfach zu gut, deswegen wird es auch nicht korrigiert gerade im Moment oder der Verlag kann sich das gerade im Moment nicht leisten, das zu tun. Und wir wollten denen dann auch spiegeln, quasi wie wir vorgehen, um den Wissen in ihre eigene Struktur wieder mitzugeben und ein Verhältnis so aufzubauen, dass, wenn sie irgendwann mal ein Projekt in-house machen wollen, sie uns gerne anrufen können für eine kleine Fachberatung oder wenn sie ein kleines Projekt machen wollen, eventuell auch mit uns wieder als Partner in Zukunft arbeiten können. Also hier wirklich ein Netzwerk kriegen, wo im gemeinsamen Miteinander auch in den nächsten Jahren was passiert. Das Bildmaterial und die Rechteklärungen waren so das Offensichtlichste quasi, das beim Nutzer ankommt, aber wir hatten also ganz viele andere Gründe, wichtige Gründe auch mit denen zusammenzuarbeiten und die haben das Bedürfnis zum Glück auch auf ihrer Seite gespürt und ich habe am Anfang irgendwann meine Liste geschrieben mit 7 Institutionen, die ich gern hätte und die sind innerhalb von 2 Tagen alle in das Projekt reingesprungen. So schnell habe ich noch nie ein Projekt irgendwie gepitcht bekommen und zugesagt bekommen von externen Partnern. Das war sehr schön zu sehen. Was die auch gemacht haben, ist das Projekt einfach in ihrem Sinn an ihre Zielgruppen zu kommunizieren. Da haben wir denen auch komplett freie Hand gegeben, wir haben den Materialstock gegeben mit Bildern, mit Texten und so weiter und was die dann auf Social Media, in ihren Newslettern und sonst was gemacht haben, war ihnen komplett selber überlassen und das lief für uns großartig. Neudeutsch nennt man das Seeding, also das ist Verteilen von Hinweisen. Wir hatten wenig Marketinggeld, 300 Euro. Für das Projekt das meiste war organisches Wachstum, Empfehlungskultur. Das hat auch stark, glaube ich, damit zu tun, dass wir über diese Archive gekommen sind. Ich mache keine Projekte mehr, in denen ich Technik selber entwickeln muss. Ich bin damit 2-3 Mal irgendwie auf die Schnauze gefallen und es ist nicht schön, weil es einfach keine
Der Bayerische Rundfunk hat es auch nicht im Kreuz, quasi Spitzentechnologie oder Innovationstechnologie zu entwickeln. Wir sind nicht Google, wir sind nicht Amazon, von denen kriegt man auch nichts, nicht mal wenn man mit denen in Partnerschaften irgendwie auf einem gemeinsamen Miteinander denkt, dass man auf einem guten Weg ist. Deswegen bin ich mittlerweile so drauf, dass ich sage, ich arbeite immer mit der vorhandenen Technik. Wenn eine Erzählung, die ich machen will, noch nicht reif ist, dann lege ich sie in die Schublade und warte einfach noch 5 Jahre. Dann hole ich sie später irgendwann wieder raus. Wir haben hier genau einen Tag lang einen Coder beschäftigt und das Einzige, was der getan hat, war die Schnittstelle, ich muss in die Richtung klicken, war die Schnittstelle einmal diese von Messenger People, so heißt unser Dienstleister, den wir im Hintergrund hatten, quasi der die Kuration uns ermöglicht hat, das ist ein CMS quasi, das man sich einkaufen kann, da mussten wir gar nichts machen, das war ready to go. Das Einzige, was wir gemacht haben, ist einmal die Schnittstelle mit deren Erlaubnis so zu öffnen, dass wir die Inhalte, die wir rausschicken, auch sofort auf unserer Internetseite auf br.de/ich-eisner rausspielen konnten, damit Leute, die keinen Messenger-Dienst frequentieren wollen, potenziell die Möglichkeit haben, unsere Inhalte zu lesen. Auch wenn das nicht 1:1 das Nutzerverhalten ist, aber wir wollten einfach das aus Barrierefreiheitsgründen in diesem Sinne den Leuten zur Verfügung stellen und gleichzeitig hatten wir darüber dann auch die Archivfunktion, weil wir auch nicht wissen, wie lange hält dieses System und was ist, wenn die das irgendwann zuschließen, pleite gehen, verkaufen oder sonst irgendwas, wo sind dann unsere Inhalte quasi, die wir generiert haben. Ansonsten konnten wir komplett auf diese Widget-Struktur, das ist dieses Gegröße, grün, blau, grün da unten, aufsetzen. Jeder musste auf die Seite gehen, das ist schwierig aus Nutzerperspektive. Also jeder, der das Projekt machen wollte, musste auf die Seite gehen, musste sich hier anmelden, Datenschutzgrundverordnung und weitere Sachen abhaken, musste den Messenger-Dienst seiner Wahl aussuchen, musste den Eisner dann hier in sein Telefon reinspeichern und dann hat unser Chatbot die Begrüßungsnachricht geschickt. Im Digitalen sagt man, jeder Akt, den Nutzer machen muss, sorgt für einen Verlust von mindestens 40% aller potenziell interessierten Nutzer. Das heißt, jeder Touchpoint, den wir haben, wir verlieren Leute, die sich tendenziell dafür interessieren, weil die eigentlich direkt rein wollen. Aber es war der kürzeste Weg. Viel einfacher, also es geht nicht einfacher im Moment. Was wir hatten, es ist ein Chatbot im Hintergrund. Der Chatbot ist vermeintlich doof. Künstliche Intelligenz ist da überhaupt nicht im Spiel, also Intelligenz sind die Dinge nicht, die können keine Ironie, die können keinen Sarkasmus, nichts, was die Leute schicken irgendwie. Das, was unser Chatbot gemacht hat, war dann irgendwann uns die sehr, sehr klare Fragen abzunehmen. Beispielsweise, wie alt bist du? Also geschrieben an Kurt Eisner. Wann bist du geboren? Wer ist Kurt Eisner? Wer ist Gustav Landauer? Das waren alles Fragen, die der Chatbot beantworten konnte. Die haben wir reinprogrammiert, dann mussten wir aber auch laufend mitpflegen, weil die Dinger teilweise komplett aus dem Kontext raus antworten und das zu Verwerfungen führen kann mit den Nutzerinnen, weil das einfach blöd ist, wenn da eine automatisierte Version die antwortet und du denkst, liest der überhaupt das, was ich ihm hier schicke, nimmt der mich überhaupt ernst? Und wir hatten solche Situationen, die mussten wir dann also wieder selber im Community Management auffangen. Website zur Anmeldung und so weiter, da springe ich jetzt mal drüber. Snackable Content heißt es bei uns immer, also so dieser leicht verdauliche, schnelle Inhalt ist jetzt interessant hier, weil wir haben festgestellt, es reicht, diese Geschichte teilweise auf Tagesebene runterzubrechen und sehr, sehr klare Punkte zu besprechen und die Menschen speichern was ab und nehmen was mit und gehen dann auch diesen Weg tatsächlich mit. Das ist uns auch nochmal gespiegelt worden von den Historikern, die uns begleitet haben, dass die am Anfang so ein bisschen skeptisch waren, ob das funktioniert. Dass es aber schön war, dass beispielsweise eine der dominanten Rückmeldungen auch auf unserer On-Site-Befragung, die wir am Ende nochmal durchgeführt haben, war, dass dieses Projekt den Leuten wirklich das Gefühl vermittelt hat, dass Geschichte ein sehr komplexes Netzwerk ist von verschiedensten Möglichkeiten, die tagtäglich entstehen können und nicht so dieser eruptive Akt von einem Tag, den wir heute so lernen, so 6. 7. November, Revolution, 21. Februar, Ermordung auf offener Straße, sondern dass es dort viele andere angelegte Möglichkeiten gab und das ein zeitlicher, komplexer Verlauf ist. Was wir in der Zeit gemacht haben, ist eben maximal 3 Nachrichten pro Tag. Die Technik hätte uns ohnehin nur erlaubt, 5 Nachrichten pro Tag zu schicken, weil alles andere wäre Spam gewesen und dann hätte uns irgendwann auch WhatsApp oder Telegram im laufenden Betrieb quasi den Kanal dicht gemacht. Das wäre die schlimmste aller Möglichkeiten gewesen. Wir waren dann froh, dass uns die Rückmeldungen auch gesagt haben, bitte nicht mehr als 3 Nachrichten pro Tag, auf das haben wir uns irgendwann eingependelt. Wir haben 10 Audios geschickt und nur 6 Videos. Wir dachten am Anfang, wir müssen mindestens jede Woche 3 Videos schicken. Ein wichtiger Hinweis, der für uns wichtig war, auch das nochmal zu sehen und für die Archive meist nochmal dazu, auch im Schluss dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, wir könnten niemals so ein Projekt machen, wir müssen das in anderen Logiken quasi aufsetzen. Man braucht wirklich Zeit dafür. Ich habe am Schluss noch eine Chart, wo die ganzen Zeitfaktoren und wie viel Team dabei war, nochmal aufgeschlüsselt sind. Für mich war nochmal schön zu sehen, wir haben uns am Schluss so organisiert,
Das ist das ganze Projektmanagement für dieses Projekt, das ich am Schluss gemacht habe. Das war eine Stellwand, vorne und hinten bespannt. Auf der linken Seite ist der Kalender, auf dem ich tagesaktuell quasi das, was wir verhandeln wollen an den Tagen, wenn wir schicken, geplant habe. Und die verschiedenen Post-it-Farben sind unterschiedliche Content-Typen. Und rechts ist ein Kanban-Board mit To-Do, Doing, Waiting, Done. Und das war's. Das Team konnte irgendwann hingehen, konnte sich einen Zettel picken, konnte ihn bearbeiten, konnte ihn weghängen, wenn er getan war. Rechts bei Warten waren unsere Abhängigkeiten, die waren zum Glück nicht allzu groß. Da habe ich dann drauf geschaut, wenn irgendwo was hing, wo wir keinen Einfluss drauf haben, dann musste ich dann irgendwie reingreifen. Ansonsten, wir haben sämtliche digitale Tools am Anfang ausprobiert, wie man das immer so macht, wenn der Spieltrieb anfängt. Am Schluss war das Ding. Und ein Google-Dokument noch, in dem ich die Texte feingeschrieben habe für die nächsten 10 Tage. Das war das Maximum, was ich geschrieben habe, weil es konnte sein, dass am Montag eine Rückmeldung kommt von einer Nutzerin oder einem Nutzer, die uns sagt oder uns auf eine Spur führt, die wir so nicht antizipiert hatten und wir deswegen die Texte nochmal verändern. Das ist mehr als einmal vorgekommen. Beispielsweise hat nicht nur Kurt Eisners Urenkel haben uns kontaktiert, sondern auch die Urenkel von Herrn Heim, dem Gründer der Bayerischen Volkspartei. Und die haben uns Materialien geschickt. Und die Materialien waren so spannend, dass wir dann auch noch mehr neue Inhalte quasi reingebracht haben. Einfach weil die Nutzer so ein bisschen auch als Hobby-Historiker uns Materialien geschickt hatten, die dann so auch noch nicht in den Archiven waren. Und dann teilweise Sachen wieder ins Bayerische Staatsarchiv geflossen sind, die der Herr Grautdackend in Empfang genommen hat. Und wir wollten diese Flexibilität im Prozess haben und nicht alle 4 Monate im Voraus schreiben, sondern wirklich darauf reagieren können. Der wichtigste Punkt an dem ganzen Projekt war dieses ganze Community Management. Wir hatten am Schluss 15.000 Leute in dem Kanal drin. Wir hatten mehr als 300.000 Nachrichten, die an uns gingen. Mehr als 30.000 Nachrichten, die an uns gingen. Der Chatbot hat uns mehr als die Hälfte abgenommen. Das waren diese ganz klar formulierten Fragen, die auch eine dumme künstliche Intelligenz beantworten kann. 11.377 Nachrichten haben eine Kollegin und ich beantwortet. Und eines unserer Ziele war, dass immer zwischen 2 Nachrichten, die Kurt Eisner schickt, alle Anfragen, Nachrichten und so weiter an unsere Nutzer beantwortet sind, weil wir das Gefühl vermitteln wollten, dass wirklich Kurt Eisner hier zu ihnen spricht oder dass unser Team das wahrnimmt. Also wir haben nicht immer als Kurt Eisner geschrieben, sondern oft auch, wenn wir die Empfindung hatten, dann nimmt es jemand ein bisschen zu ernst oder jemand ist sowieso schon auf einer anderen Sachebene dann als dein Team, ich Eisner. Also wir haben sehr schnell diesen fiktionalen Vorhang gelüftet, vor allem dann, wenn mehr als 2 Nachrichten von einem Nutzer an uns kommen und der mit Kurt Eisner wirklich so ein Geplänkel angefangen hat, das dann irgendwann nicht mehr nur lustig war, dann sind wir sofort auf die dein Team, ich Eisner-Ebene gegangen. Also 11.377 Nachrichten, also ich und eine Kollegin, mit der ich das auch komplett geschrieben habe. Und wir hatten ein Community-Dokument und noch Management-Dokument von, ich glaube, 4 Seiten, auf denen Standardantworten drin waren, die wir aber nie standardmäßig Copy und Paste reinsetzen konnten, sondern wir mussten die immer auf den Kontext. Sieht uns jemand, duzt uns jemand, ist der vermeintlich jünger, ist der vermeintlich älter, was hat der sonst noch für Fragen mit reingearbeitet? Das heißt, die mussten wir immer so ein bisschen reinarbeiten, aber der Hauptteil der Nachrichten war dann auch so, die konnten wir gar nicht antizipieren, da mussten wir einfach direkt in den Dialog treten. Dieser Dialog war aber sehr, sehr dankbar für uns, denn wir haben was geerbt, das man relativ selten kriegt im Journalismus der heutigen Zeit, kein Shitstorm, sondern Candystorm. Von Tag 1 ab war das Kommunikationsverhalten wahnsinnig positiv und wir haben genau nur 4-mal Heil Hitler gelesen bei uns und einmal war es ein Student, der gerade eine Arbeit geschrieben hat über Chatbots und wie Chatbots auf Trolling reagieren. Der ist bei uns quasi gegen die Mauer gelaufen, weil der Chatbot ist dann ausgehebelt worden und wir haben ihm geantwortet mit einer Netiquette und mit dem sanften Hinweis, dass man doch durchaus seine Nummer finden kann und da auch mal noch mehr auf anderer Ebene agieren. Da waren wir dann relativ direkt. Und 3-mal waren es Schüler, sehr wahrscheinlich Schüler, ich glaube nicht, dass da eine Schülerin dabei war, die vorher dann schon so Sachen geschickt haben wie Send Nudes. Oder send pics oder do you like my dick und dann kommen am Schluss, nachdem kein Penisfoto von uns kam, von Kurt Eisner quasi in Heil Hitler und ja, nachdem wir den nochmal in unsere Netiquette geschickt haben, wurde es dann auch in dem Dialog tatsächlich in 2 Fällen wieder sehr produktiv, einer hat sich verabschiedet und sofort löschen lassen. Aber meistens waren es solche Nachrichten hier, beispielsweise Studentinnen auch und Schülerinnen, die dachten, dass sie jetzt einen Shortcut haben zu Kurt Eisner. Eine meiner Lieblingsnachrichten ist jetzt hier nicht drauf, so, hey yo, Kurt, du warst doch im Gefängnis von Stadelheim, ich mache gerade ein Referat über dich, schick mir doch deine Gerichtsprotokolle. So.
Nachricht, dein Team, ich Eisner, vielen Dank für deine Nachricht. Wow, das klingt nach einem spannenden Referat. Wir haben mit dem Herrn Grau geredet. Wend dich doch an ihn, weil wir glauben, in den staatlichen Archiven Bayern, sie hat schon mal nachgeschaut, ist eventuell was drin, das ist seine E-Mail-Adresse. Also solche Dialoge waren nicht allzu selten. Und da kommen wir auch dazu, man muss die Nutzerinnen ernst nehmen. Wir hatten hier das Glück, und es war auch eine Arbeitsthese, quasi frei von Algorithmen, nicht in einem öffentlichen Forum, sondern in 1-zu-1-Diskussion, dass da kaum Trolle drin sein werden. Die haben kein Resonanzfeld, weil nur wir lesen deren Nachricht und es gibt keine anderen, die dann applaudierend daneben stehen oder einfach sehen wollen, ob die Stimmung hochkocht, sondern es war hier alles sehr, sehr, sehr zivilisiert und sehr, sehr produktiv auf einer sehr angenehmen Ebene. Was ich dann festgestellt habe, meine Frau ist Italienerin, ich bin nach Italien gefahren über Weihnachten und war blöd genug, mir den Community-Dienst für die 3 Weihnachtsfeiertage aufschwatzen zu lassen und habe auch dankend angenommen. Meine Tochter war im Bett irgendwann gegen 11 Uhr. Ich habe mir gedacht, es wäre eine schlaue Idee, jetzt nochmal reinzuschauen, was für Nachrichten kommen. Wir hatten an Weihnachten mehr als 300 Nachrichten in diesem Kanal drin, mit Fotos von Familien unterm Weihnachtsbaum, mit einem Bild von Kurt Eisner in der Hand. Und vielen Grüßen, lieber Kurt, wir hoffen, dir geht's gut. Wir hoffen, also das ist jetzt tatsächlich, die wussten, glaube ich, die haben das alle reflektiert, aber die wollten hier einfach noch mehr ausdrücken, dass ihnen tatsächlich diese Figur, was in dem Test rauskam, tatsächlich im Laufe der Zeit wie so ein Freund und wie ein Mentor in die Familie reingeschlichen ist. Die Aussage der Großmutter meiner Kollegin war auch irgendwie rührend und gleichzeitig erschreckend. Die hat nämlich gemeint, ja, aber wenn das Kurt-Eisner-Projekt vorbei ist, wer schreibt mir dann täglich? Also auch das hatten wir und wir wussten quasi, dass unser Ende, wie wir es geplant haben, ab dem Zeitpunkt nicht mehr möglich ist. Denn wir dachten, wir hören auf am Tag, wo Kurt Eisner erschossen wird und wenn er tot ist, ist er tot, dann ist es vorbei. Und ich glaube, das wäre uns hart auf die Füße gefallen, weil dieser emotionale Konnex zu der Figur so groß geworden ist im Laufe der Zeit, dass wir da nochmal in uns gegangen sind und 2 neue Projekte gemacht haben eigentlich im Rahmen unseres Projekts. Das, was wir gemacht haben links, ist ein offenes Kondolenzbuch, das wir live geschaltet haben, am Tag der Erschießung quasi, in der Minute, wo die ersten Zeitungsmeldungen in München rumgingen und die Leute sich schon durch die Straßen geschrien haben, dass Kurt Eisner ermordet worden ist. Da ging das, dieses Kondolenzbuch online, war nur 1,5 Tage online und es kamen mehr als 500 öffentliche Nachrichten rein von Leuten, die noch mehr kondolieren wollten quasi und hier noch mehr Kurt Eisner öffentlich gedenken. Das waren nicht nur Nutzerinnen aus dem Projekt, die in unserem Kanal drin waren, sondern es waren auch ganz andere Leute auf einmal, die da irgendwie darauf aufmerksam geworden sind, weil sowas auch nie stattgefunden hat und ja auch von der bayerischen Regierung bis heute quasi verschwiegen wird so ein bisschen. Was wir noch, das war sozusagen ein emotionales Ende. Eine zweite Maßnahme war, dass wir unsere Laufzeit ein bisschen verlängert haben und gesagt haben, wir müssen erzählen bis zur Beerdigung und wir machen es jetzt tatsächlich Sunset Boulevard mäßig. Kurt Eisner erzählt seine Geschichte bis ins Grab und er hat auch am Ende quasi, wir gehen mit Kurt Eisner in die Ewigkeit und er verabschiedet sich auch nochmal ganz direkt bei den Nutzerinnen und sagt, jetzt ist es wirklich mit eigener Stimme quasi, die man auch hier kennengelernt hat, sagt auf Wiedersehen, sodass man hier sich verabschieden kann, wie man sich von Serienfiguren, wenn man 7 Staffeln seine Lieblingsserie angesehen hat, auch irgendwie mit einer Träne im Auge verabschiedet. Und rechts, das war dann unser intellektuelles Ende, haben wir dann noch so ein Ask Me Anything eingeführt und gesagt, jeder im Kanal kann uns eine Frage stellen und wir beantworten 1-zu-1 jede Frage, die ihr uns schickt, gemeinsam mit dem Herrn Bernhard Grau, der hier auch auf dem Foto ist. Und wir öffnen das, so dass wir es auch im Archiv haben, ist immer noch auf unserer Seite, auch für Fragen von anderen und sammeln das alles in so einer Art Fragenarchiv, Fragen an das Projekt, wo jeder das nochmal nachlesen kann quasi, was hier andere Leute auch für Fragen gestellt haben. Und das schickt man dann auch wieder zurück in unsere Community. Es kommen mehr als 500 Fragen rein, die man 2 Tagen intensiv heftiges Tippen mit 7 Leuten beantwortet haben und der Herr Grau, ich glaube, er war so erschöpft wie länger nicht mehr, nach dem Talk einfach mit uns in diesem Raum da verbracht hat und nur eine Frage nach der nächsten uns hingeworfen bekommen hat und die durchgeackert hat mit uns und dann gesagt hat, so können wir das beantworten, das ist in Ordnung, hier kann man nichts dazu sagen, das ist die Forschung noch nicht akkurat und so weiter. Also das hätten wir alles gar nicht leisten können. Das waren 2 Maßnahmen aufgrund auch dieser emotionalen Nähe, die über das Projekt entstanden ist, die wir auch am Anfang haben wollten und wo wir auch froh waren wiederum, dass wir hier spontan reagieren konnten und das ein bisschen auch mit eingepreist hatten. Zahlen und Fakten. Wir hatten 15.000 Nutzer drin. Ich habe am Anfang irgendwann mal gesagt, das Projekt ist erfolgreich, wenn wir 3.000 Nutzerinnen haben. Das heißt, es ist weit über unsere Erwartungen gewachsen. Ich habe lange Jahre beim DocFest München den Schwerpunkt für interaktives Erzählen kuratiert, das Anmeldeverfahren hier allein und dass wir kein Marketinggeld hatten, sondern nur organische Reichweite eigentlich generieren konnten, hat mich auf so eine Spur geführt, dass
Ich wollte konservativ sein und sagen 3.000. Insgeheim habe ich mir gedacht, 5.000, 6.000 wären gut. Das wäre der Sweet Spot quasi. 15.000 ist weit über der Erwartung. Man sieht hier an der Aufschlüsselung, WhatsApp ist mit Abstand der größte Kanal. Ist natürlich auch der schwierigste von Datenschutzgrundverordnung und allem, was mit Zuckerbergs Universum irgendwie gerade schiefläuft. Telegram, wesentlich besser enkryptisch ausgestattet und mit Daten auch ein bisschen vorsichtiger, sind nur 6%. Ein Artikel in der Taz hat uns 5% dieser 6% reingespült. Da haben wir gemerkt, okay, Taz-Leser sind Telegram-Nutzer. Und 1% Insta, schade, der Kanal ist uns nämlich hops gegangen. Nach 2 Wochen, wo das Projekt gelaufen ist, wurde Insta nicht weiter gepflegt. Die waren weg für ein Jahr. Den mussten wir schließen quasi. So was kann in so einem Projekt auch immer passieren. Gut, dass das uns nicht mit WhatsApp passiert ist in dem Fall. Die schönste Zahl in dem ganzen Spiel ist allerdings diese mittlere, 10% Abmeldungen. Standardwert bei Online-Projekten, 40-50% der Leute springen ab. Im Laufe der Zeit einfach. Irgendwann ist es denen zu viel, die haben keine Lust mehr. Bei uns an 10% Absprungrate, wir dachten, eventuell ist es so, dass die Leute sich nicht offensiv abmelden, sondern einfach die Nachrichten nicht mehr lesen. Aber unsere On-Site-Befragung, bei der mehr als 35% aller Nutzerinnen mitgemacht haben, die hat uns gesagt, alle 98% derjenigen, die die On-Site-Befragung gemacht haben, haben alle Nachrichten gelesen, nicht täglich, sondern im Wochenrhythmus, aber die waren nicht weg. Und das ist schön, dass wir da hier eine große Bindung hatten und die Leute nur zu 10% aus diesem Projekt rausspringen. 10% Conversion-Rate ist relativer Standard, 7-10% gilt als guter Wert. Das waren die Leute, die auf die Klicks geklickt haben und dann tatsächlich auf den anderen Seiten die Inhalte rezipiert haben. Bei Top-Werten waren wir bei 40%, die hatten wir nicht allzu selten. Und es waren meistens die Momente, wo Kurt Eisner aus sehr persönlicher Perspektive über einen Menschen, der ihm sehr wichtig war, erzählt hat. Beispielsweise Sarah Sonja Lerch, da hatten wir einen Link zu einem Hörfunkfeature von Bayern 2, das seit 2 Jahren auf dieser Page rumdümpelte, mit relativ wenigen Nutzern. Und durch diesen Link kamen da innerhalb von 15 Minuten 3000 Leute drauf und das Ding hatte innerhalb von 15 Minuten mehr Hörerinnen als vorher in 2 Jahren. Auch da sieht man nochmal, dass das ein interessanter Weg ist quasi, um auch bestehendes Material nochmal aufzuwerten und denen nochmal Nutzern zuzuführen. Zeitrahmen, halbes Jahr Vorbereitung, ich habe es gestern einmal überschlagen, ich habe einmal in der Sitzung gesagt, wir müssen auf Messenger-Diensten erzählen und dann habe ich das einen Tag lang mal so ein bisschen anrecherchiert, 1 Arbeitstag. 2 weitere Arbeitstage, um eine Präsentation zu bauen, um schon auf Twitter, Facebook und woanders Referenzprojekte rauszusuchen und eine Feldanalyse zu machen oder Konkurrenzanalyse oder Inspirationsanalyse oder wie man immer das nennt. Das waren nochmal 2 Tage. Projektauftrag nach dieser Präsentation, dann nochmal 2 Tage mit 2 anderen Autorinnen gemeinsam im Writers Room, dann hatten wir die Erzählperspektive, das heißt nach 5 Tagen Arbeit wussten wir, wie das Projekt im Groben aussieht, dann kamen nochmal, ich würde sagen 3-4 Tage mit juristischer Abteilung reden, Sachen abklären und Testvorbereitung, 5 Tage Tests, summa summarum, jetzt sind wir mal bei 2 Wochen. 2 Wochen Vorleistung, bis wir sagen konnten, jetzt gehen wir an die Archive ran und machen unsere Pitch-Tour. Sagen wir mal, das waren 17 Tage Vorbereitung und ab November war ich Vollzeit auf dem Projekt. Ab September war ich Vollzeit auf dem Projekt. Also 17 Tage Vorbereitung und dann ab September Vollzeit bis zum 26. Februar. Wir waren 3 Autorinnen, einer ist in Elternzeit gegangen auf dem Weg. Das heißt, wir waren Eva und ich hauptsächlich die einzigen, die Vollzeit drauf saßen. Der Rest kommt tageweise mit rein. Je nachdem, ob es Bilder zu tun gab oder Videos zu machen. Und dann eben die 4 Monate Live-Laufzeit. Und wir haben jetzt auch gemerkt, durch das, dass wir sehr viel auf Kongressen und Events sind, das Projekt lebt länger. Also wir sind immer noch dabei, auch zu briefen. Es gab Folgeprojekte von anderen Leuten. Humboldt wurde in Berlin erzählt. Ich kenne die Caroline Braun, die das gemacht hat. Die hat mich angerufen und hat einfach so eine Beratung sich abgeholt. Das Fraunhofer-Institut hat angefangen, aus der Perspektive von Fraunhofer zu erzählen. Die haben sich unsere Pressemitteilung geklaut. Die mehr oder weniger wortgleich nur mit Fraunhofer eingesetzt, verschickt. Können Sie gern machen, haben Sie sich Arbeit gespart. Die war ja einigermaßen okay geschrieben. Das Grundgesetz wurde noch mehr erzählt, das Bundesministerium, das das gemacht hat, hat sich bei uns erkundigt, quasi wie wir mit dem Eisner gearbeitet haben. Das heißt, da lief im Nachhinein noch ganz viele Sachen bei uns auf und laufen immer noch auf, wie der Talk heute hier beispielsweise, wo wir mit an dem Projekt arbeiten und weiterarbeiten. Das Schönste aber wirklich an diesem Projekt waren diese ganzen Rückmeldungen, die wir bekommen haben. Und das, was auch rauskam, ist, dass eine Sache, die wir wollten über das Erzählen von der vergangenen Situation, über einen Live-Zeitraum von 4 Monaten, ein Gefühl dafür geben, dass sehr viele Phänomene der damaligen Zeit
heute näherungsweise wieder 1:1 so stattfinden. Fake News waren damals ein großes Thema, wurden doch anders genannt. Lügenpresse war ein Wort, das damals auch schon benutzt worden ist. Whistleblower-Tum, da gibt es Definitionsfragen, aber Kurt Eisner hat einmal Kriegsakten veröffentlicht, die unter Verschluss waren und hat es auch gegen Widerstände gemacht von mächtigeren Leuten als er. Er hat sich da ein bisschen verrannt, glaube ich, wenn man die Historikerdebatten heute so anschaut. Aber er hat Kriegsakten veröffentlicht, um dem Volk quasi eine Möglichkeit geben, die selber zu interpretieren. Ich würde sagen, er war vielleicht der erste deutsche demokratische Whistleblower aus der politischen Ebene. Und auch die Ermordung von ihm am 21. Februar 1919 durch einen Herrn Graf von Arco, dessen Bier man in Bayern bis heute trinken kann, zeigt irgendwie Facetten von dem politischen Brandherd, der auch heute näherungsweise so wieder stattfindet. Und das ist auch eine Sache tatsächlich, die unsere Nutzer dominant rückgemeldet haben. Viele haben gesagt, es war spannend zu sehen. Es gab so Momente, wo jemand in der Trambahn war und gerade eine Nachricht von Kurt Eisner bekommen hat, der beschreibt, wie er auf einem Revolutionszug steht an der Theresienwiese und gerade losmarschiert. Und draußen kam eine Montagsdemonstration vorbei, mit den Flaggen und allem drum und dran und die Gegendemonstrationen dagegen. Und er hat diese zwei Bilder übereinander geschoben und wusste gerade nicht, was es war und was es nicht war. Also er wusste gerade nicht, ist er jetzt in der Zeit von Kurt Eisner und ist es ein Reenactment da draußen oder ist das jetzt eine andere Demonstration, die gerade vorbeiläuft. Und diese Momente hatten wir sehr oft. Und das war sehr, sehr interessant an der Stelle zu sehen. Das war's so in der Gröbemeier. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich überzogen habe. Ja. Wir haben ein bisschen später gestartet, aber vielleicht gibt es noch ein oder zwei Fragen. Ja, vielen Dank, Herr Leitner, für den schönen Vortrag zu einem wunderbaren Projekt, glaube ich. Sie haben uns viele interessante Dinge erzählt, viele Dinge auch, wo wir, glaube ich, als Archivarinnen und Archivare mal so ein bisschen, vielleicht ein bisschen schlucken müssen, ein bisschen überlegen müssen. Also wir haben ja alle kilometerweise Akten in unseren Beständen und die sind alle toll. Und dann sagen Sie snackable Content. Ich glaube, das ist so ein Punkt, wo wir überlegen müssen. Oder auch dieser Punkt der Emotionen, die als erstes da sein müssen, um dann die Fakten zu öffnen. Das wäre so. Ich kann zu beiden gleich sagen, ich habe am Anfang Absolution geholt für das ganze Vorgehen. Und zwar habe ich mit dem Herrn Dr. Bernhard Grau, der die einschlägige Biografie über Kurt Eisner geschrieben hat, genau über diese Themen geredet und gesagt, was halten Sie jetzt davon, wenn wir quasi nur Ausschnitte des Gesamtmaterials nehmen und die so erzählen, in einer emotionalen Annäherung an diese Figur, als wäre es ein Biopic. Der war da relativ entspannt. Der hat gemeint, wenn das alles historisch auf Fakten beruht und in Ordnung ist, dann machen Sie das, weil die Leute kommen damit dann in Kontakt und vielleicht vertiefen sich einige dann mehr in unseren Content. Wir können die Sachen nicht immer vollumfänglich zurückhalten und eine Denkfigur, die mir da immer ein bisschen zu geben denken gibt, ist, es gibt eine Geschichte von José Luis Borges, einen Kartografen, der eine Karte quasi der Welt bauen will und er baut die Karte maßstabsgetreu 1:1. Und er wird wahnsinnig dabei, weil die ganze Welt in all ihren Facetten quasi vermitteln will. Und ich nehme das immer ein bisschen als Denkmodell für uns. Das hier ist ein Modell quasi, das wir liefern über die damalige Zeit. Das ist nicht vollumfänglich 1:1 alles, was in den Archiven ist oder was wirklich passiert ist, sondern es ist eine Annäherung. Und ich glaube, das wird auch als Annäherung markiert quasi durch die Art und Weise, wie wir das erzählen. Aber es gibt eine Orientierung wie eine Karte für die damalige Zeit. Aber wer wirklich einsteigen will, der kann sich vielleicht noch mal eine andere maßstabsgetreuere Karte holen. Verstehen Sie es auch nicht als Kritik, sondern... Ich wollte es nur noch mal emphatisch sagen, weil wir sind garantiert, also auf diese Widerstände sind wir auch ein bisschen gestoßen, und aber wir hatten das Glück, dass alle hier, auch die Archivare quasi gesagt haben, ja, dann probieren wir es doch mehr aus. Ja, nee, ganz wunderbar. Ich wollte nur sagen, dass so, es gibt gewisse Mentalitätsunterschiede, glaube ich, die man in solchen Projekten machen muss. Aber ich wollte den Fragen auch nicht vorgreifen. Also ich kann mir vorstellen, es sind Fragen da. Da sehe ich schon in erster Hand. Danke. Tim Odendahl von der Archivschule Marburg. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das richtig gesehen habe, aber einmal wurde jemand als Genossin bezeichnet. Haben Sie da eine Geschlechtssegmentation bei den Abonnentinnen und Abonnenten gemacht? Also, dass Sie jemanden als Genosse... Das, was Sie da gelesen haben, ja, war... Nee. Der Kurt Eisner hat immer in der Mehrzahl gesprochen und das, was Sie gelesen haben, war eine Nachricht von der Nutzerin. Ah, okay.
Aber bleiben wir bei dem Thema, können Sie sich vorstellen, in späteren Projekten da auch nochmal eine Segmentation anzugehen? Also wir kennen das ja hauptsächlich aus Newsletter-Formaten, aus dem Marketing-Bereich, aber dass es da noch, dass dann noch mehr Personalisierung gibt, ohne viel größeren Aufwand. Also ich meine jetzt nicht verschiedene Threads. Aus Perspektive von Öffentlich-Rechtlichen, nein. Weil wir diese demografischen Daten auch aufgrund der entsprechenden Verträge gar nicht kriegen dürfen. Hm. Das heißt, das ist einfach, wir haben nicht diesen Datenzugriff. Was ich jetzt mal so sagen würde, also es ist auch eine größere Datensicherheit in diesen Projekten drin. Wir wissen sehr, sehr wenig über unsere Nutzerinnen, haben auch deswegen nochmal diese On-Site-Befragung gemacht, um wirklich herauszufinden, wen wir eigentlich getroffen haben, welche Geschlechtsverteilung drin war. Das heißt, aus öffentlich-rechtlicher Perspektive ist das eine Unmöglichkeit. Wenn man jetzt frei erzählt, dann ist es wahrscheinlich eine gute Möglichkeit. Ich glaube allerdings, dass die Systematiken hier jetzt im Messenger-Bereich so etwas noch nicht zulassen. Aber das wäre... Also, dass es noch nicht so trivial ist, sowas zu tun. Ist im Newsletter-Bereich ein bisschen einfacher. Es sind auch andere Anmeldeszenarien am Anfang immer, je nachdem, was einem die Leute dann als Daten geben. Als Öffentlich-Rechtlicher können und wollen wir das eigentlich nicht. Oskar, vielen Dank. Danke. Lisa Bernstein, Deutsches Rundfunkarchiv. Was haben Sie sich intern als Antwortratenzeit vielleicht auch so gesetzt für die Sachen, die nicht von dem Bot abgefangen wurden, weil ich mir vorstellen kann, dass da manchmal auch Detailfragen kamen, wo Sie vielleicht nochmal Rücksprache halten wollten mit dem Team drumherum oder mit anderen Kollegen, und weil das aber so eine direkte Kommunikation ist über diesen Kanal, vielleicht auch eine schnelle Antwort erwartet wird. Also wie sind Sie damit umgegangen? Genau, wir hatten eine Regel, dass zwischen zwei Nachrichten, die Kurt Eisner verschickt, die hatten ja auch oft mal so 2-3 Stunden Zwischenlauf, außer an den großen Tagen, 6. 7. November, da kommen die fast im Stundentakt, dass wir zwischen den zwei Nachrichten alle Sachen abgearbeitet haben. Bei Schulklassen lief es beispielsweise so, die kamen rein zu einer Individuenstärke von 30 Leuten innerhalb von 2 Minuten, und die haben dann auch innerhalb von 1 Minute einen Dialog geführt, der ungefähr so ging: Jo Kurt, wir sind da, was bist denn du eigentlich für ein Typ, warum schreibst du mir nicht, was bist denn du eigentlich für ein Arsch? Und das war eine halbe Minute gefühlt. Und das muss man dann schnell auffangen. Also dem muss man schnell ein Feedback geben und sagen, ja, schön, dass du da bist, wir hoffen, du hast Spaß. Wenn es schwierigere Fragen waren, die wir nicht selber klären konnten, dann sind wir an den Herrn Grau herangetreten, und an andere, die haben wir allerdings auch auf Telefonzuruf tatsächlich bekommen, sodass das in dem Fall nie ein größeres Problem war. Ich kann mich an 2-3 Fälle erinnern, wo ich gesagt habe, vielen Dank für die Frage, spannend, wir merken uns das, ich muss selber nachforschen, ich kann Ihnen nicht sofort antworten, und es war nie ein Problem. Aber wir haben schon gesagt, wir wollen den Leuten sofort antworten, weil auf WhatsApp auch eine Stunde ist eigentlich schon unhöflich. Vor allem, das ist ein technisches Problem noch, unser Kurt Eisner war immer online. Das war ein technischer Defekt, der war immer grün, so bis in die tiefe Nacht war der immer online. Das heißt, wenn wir den Leuten nicht antworten, aber unser System den vorgaukelt quasi, dass wir online sind, dann ist es noch unhöflicher, weil die sich denken, du Arsch, hast du unsere Nachricht gelesen, wieso antwortest du uns nicht? Wir wollten es ausschalten, das ging aber nicht, das war eine technische Beschränkung. Auch deswegen musste man dann immer einigermaßen schnell antworten. Auf Nachrichten, die nachts um 3 Uhr reinkommen, da waren wir dann einigermaßen locker, ab 8 Uhr haben wir eigentlich nicht mehr geantwortet, und dann erst wieder, bis die nächste Nachricht kam quasi, das haben wir dann am nächsten Tag in der Früh weggearbeitet. Genau, ich denke auch. Ich sehe nichts mehr. Dann sage ich nochmal ganz herzlichen Dank. Dankeschön. Das wird sehr interessant für uns alle. Applaus